Aloha, mein lieber Skorpion, und herzlich willkommen zur Märzlegung. Ja, ich hoffe, dass du eine wunderschöne Zeit bisher hattest. Ich weiß, die letzten Monate waren ja etwas, ja, hat sich so ein bisschen gezogen, ne? Wir waren ja so in dieser Energie von wegen neue Wege gehen, wohin soll es denn gehen, und war so ein bisschen unklar, aber vieles hat sich ja auch getan bisher. Wir haben jetzt in diesem März, also im März, haben wir jetzt den Einfluss von der Jungfrau. Das ist die Karte der Eremit. Da geht es halt darum, sich nochmal vielleicht zurückzuziehen, nochmal über die Dinge nachzudenken. Wie möchtest du in Zukunft dein Berufsleben gestalten? Wie soll dein Alltag aussehen? Wo möchtest du leben? Mit wem möchtest du leben? Mit wem möchtest du zusammenarbeiten? Was möchtest du überhaupt tun? Und. Also so zukunftsweisende Geschichten, die hier im Raum stehen, wo vielleicht auch nochmal die ein oder andere Entscheidung dran hängt, von Altlasten loszulassen, von Angewohnheiten, von ja, Dingen, die dir nicht gut tun. Süchten, die stehen im Raum, gerade jetzt auch, weil wir Saturn den Fischen jetzt bekommen. Das ist so der Einfluss. Wenn dich das interessiert, guck dir gerne mal das Video an für Saturn in den Fischen. Der ist jetzt nach 29,5 Jahren wieder zurückgekommen, und wir haben den jetzt sehr stark im Chart, also in der, im Chart nicht, aber in, wie soll man sagen, der wirkt halt sehr stark. Es ist eine Veränderungsenergie. Saturn steht auch für Tod und Wiedergeburt, also auch so entsprechend dem Skorpion, der Skorpionenergie. Das heißt, dass auch gerade bei dir jetzt vieles Neues sich zeigen könnte, und da wirst du dann ja sehr geleitet von deinen Sehnsüchten, von deinen Träumen und deinen Visionen. Du wirst es sicherlich wissen oder merken. Vielleicht bist du da, steckst du da auch schon drinne. Beim einen oder anderen habe ich es ja auch schon wahrgenommen, ist da schon seit letztem Jahr Thematik. Manche sind jetzt erst reingeplumpst in dieses Gefühl, ganz plötzlich und unverhofft. Ja, wie es manchmal so ist. Ja, und dann schauen wir mal, wie es jetzt sich hier gestaltet. Wir werden mit den Moonology-Karten von Jasmine Boland mal eine Überschrift springen lassen und gucken, wie der März jetzt hier so bei dir sich zeigt, was da so deine Hauptthematik jetzt ist. Wir werden die Hauptlegung mit dem Seelenreisetarot von der Julia Aurelia und dem Leitzies-Tarot von der Chris N. machen. Und dann gibt es ein Fortsetzungsvideo, wo wir mal schauen, wie das Ganze sich so dann auch in deinem Alltag zeigt, was da so vielleicht auf dich zukommt. Und da haben wir hier die Lendemann-Karten von dem Ciro Manchetti. Und es gibt abschließend noch einen Rat der Weisheitskarten der Seele von Colette Baron Reid. Wenn es irgendwelche Fragen gibt unterwegs auf unserer kleinen Reise hier, Blockaden sich zeigen und, dann werde ich auch noch zusätzliche Kartendecks mit ranziehen, um die Dinge hier wirklich klar und deutlich für dich darzustellen, dass du auch weißt, wo du ansetzen kannst, ja, falls du da Unklarheiten hast. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Schau dich gerne in der Playlist um. Es gibt nicht nur Monatslegungen für die einzelnen Sternzeichen, sondern auch Jahreslegungen oder Wochenbotschaften, Vollmond und Neumond oder zeitlose Auswahlorakel. Es ist eigentlich für jeden was dabei. So, ansonsten, wenn es dir gefällt, freue ich mich natürlich auch über jedes Like und über jedes liebe Kommentar und Abo, was du da lässt. In Zukunft wird es übrigens das Fortsetzungsvideo, genannt Extended, im Mitgliederbereich zu sehen geben. Ich habe dafür auch ein Video hochgeladen, wo erklärt wird, was es für Mitgliederbereiche gibt, was es für Vorteile gibt. Kannst du dir gerne angucken. Ansonsten sollte denn jetzt denn endlich mal von YouTube dieser Button kommen, Mitglied werden. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon installiert ist. Ich kann es nicht sehen. Es ist allerdings, ja, braucht halt irgendwie alles seine Zeit. Und jetzt hast du die Möglichkeit, das mal noch kostenfrei zu bekommen und dir anzuschauen. Also schau dir gerne auch das Fortsetzungsvideo an. Findest du auch in der Playlist Monatslegung Sternzeichen oder in der Playlist Extended. Denn ab nächsten Monat sind die dann nur noch als Mitglied zu sehen. Für alle anderen ändert sich natürlich nichts. Also wenn du kein Mitglied wirst, hast du natürlich erstmal die Standardlegung sowieso. So, jetzt soll es aber losgehen. Skorpion, März 2023. Was ist bei dir jetzt hier los? Was zeigt sich hier? Was ist deine Überschrift? Geben statt nehmen. Bring Liebe in die Situation. Uiuiui, das klingt nach einer romantischen Phase. Haben wir, glaube ich, auch schon eine Legung für den Mond. War das denn?
War das nicht der Vollmond? Ich glaube, die Leung hieß auch, eine neue romantische Phase beginnt. Also begib dich da ruhig, geh da wirklich mal rein. Neumond in der Jungfrau, hier scheint eine neue Phase zu beginnen, ne? Und wir haben hier Neumond im Wassermann. Das ist zukunftsweisend, ja. Also Wassermann ist wirklich sehr aufgeschlossene Energie, sehr kommunikativ, ist Luftzeichen. Jungfrau ist ja ein Erdzeichen, also da scheint wirklich was Großartiges auf dich zu warten. Wenn du dich jetzt diesen Gefühlen dahingibst, wenn es jetzt keine Partnerschaft ist, dann kann es ein Hinweis darauf sein, dass jetzt hier wirklich gesagt ist, sich deinen Zukunftswünschen hinzugeben, was ich ja anfangs schon gesagt habe. Ich will mal ganz kurz reingucken bei Neumond im Wassermann. Was ich jetzt vielleicht außer Acht gelassen habe, was aber wichtig sein könnte. Na, wo haben wir den denn? Widder, ach so, Widder fängt ja, ist ja der Erste. Na klar, da müsste ja Wassermann ganz am Ende sein. Da ist er. Ja, du solltest der Situation auf jeden Fall unvoreingenommen begegnen und die Lösung liegt darin, über den Tellerrand zu schauen. Ja. Verbessere dein Karma, indem du gemeinnützige Aufgaben übernimmst. Also vielleicht möchtest du dich auch irgendwo einbringen. Geben ist ja auch eine sehr, ja, eine Tugend. Ja. Der Wassermann ist das Zeichen des Erfindergeistes, des Fortschritts moderner Technologien und der Menschlichkeit. Seine Energie ist ein wenig spröde, sie ist eigenwillig, sogar wissenschaftlich und relativ emotionslos. Der Wassermann ist kein Wasserzeichen, obwohl sein Symbol der Wasserträger ist. Tatsächlich ist sein Element die Luft und es erfasst seinen intellektuellen Geist weit besser, als es das emotionale Wasser könnte. Das gilt auch für diese Karte. Egal wann du sie ziehst, eingefahrene Gewohnheiten aufzugeben, gelingt mit dieser Energie gut. Also, es geht nicht darum, da, was du weißt, sondern wen du kennst, ist hier auch angezeigt. Also vielleicht ist hier in irgendeiner Sache ja Fortschritt angezeigt, dem du dich hingeben sollst. Vorangehen, nicht zurückschauen. Veränderungen, ne, sind im Anflug und können sich rasch entwickeln. Also gib dich diesen Veränderungen hin, die sich da anzeigen. Ich glaube, dass du dich da aber auch sogar sehr freust. Könnte das sein? Nehme ich mal an. Also diese Stagnationszeit fandst du bestimmt auch nicht so schön. So, jetzt wollen wir aber mal hinschauen. Ich muss mal kurz einen Schluck Wein nehmen. Voilà. So, auf dich, Skorpion im März. Da haben wir die Fünf der Kelche. Da gibt es ein Gefühl des Bedauerns, etwas, was nicht so gelaufen ist, wie du es dir eigentlich gewünscht hast. Sehr spannend, weil wir haben ja hier schon einen Hinweis, bring Liebe in die Situation. Vielleicht gab es hier mit jemandem eine Auseinandersetzung, etwas, was dich traurig stimmt, etwas, was du bedauerst, dass das so gelaufen ist. Aber weißt du was? Da stehen noch zwei Kelche. Es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Mal gucken, was sagt denn das Leitzierstarot dazu? Die Liebenden. Also da ist auf jeden Fall Liebe in der Luft. Wenn sie nicht in der Luft ist, dann bringe bitte diese Liebe in diese Situation. Das ist eigentlich ein gutes Pendant zu den Karten von den Monology-Karten, ne? Also hier ist auf jeden Fall eine Beziehung, die auf Augenhöhe eigentlich ist. Also eigentlich ist man sich ja einig, dass man gemeinsam den Weg gehen möchte. Und ich weiß nicht, was da bei euch vorgefallen ist. Auf jeden Fall liegt hier auch eine Herzensentscheidung an. Ne? Und ich glaube, dass diese Herzensentscheidung das ist, dass man sich hier schlussendlich wirklich für diese zwei Kelche entscheidet und nicht dagegen. Guck mal, da kommt der Wagen. Der Wagen, der spricht Erfolg, der spricht davon, dass man scheinbar unvereinbare Dinge zusammenbringt. Das ist, das spricht auch für Zuhause, für Familie. Hier ist man aber auch, hier bündelt man alle Energien, hier hält man zusammen, ne? Man hat zusammen ein Ziel, ein gemeinsames Ziel, was man hier verfolgt. Guck mal, 10 der Münzen. Also wenn es hier irgendwie in einer familiären Situation einen Knatsch gab, dann sagt der Wagen, Fokus, was ist unser Ziel, wo wollen wir hin? Alle Energien zusammennehmen, ne, die Köpfe zusammenstecken und wirklich zusammenhalten. Vielleicht gilt es hier jetzt wirklich, dass jemand, weiß nicht, bist du ein Familienoberhaupt oder dass jemand sich auf den Wagen begibt und sagt, so, jetzt bestimmen wir einen neuen Kurs, wir sagen jetzt, wo es lang geht und dass man hier dann auch sich darüber einig ist.
ne, dass man ja die 10 der Münzen haben möchte, die Stabilität, die Geborgenheit, diese Leichtigkeit, dieses Spielerische und Wohlwollen. Ne? Man hat Kinder, man hat einen Hund, man hat ein schönes Zuhause, man hat sich was aufgebaut oder ihr möchtet euch vielleicht was aufbauen. Vielleicht steht ihr da noch ziemlich am Anfang mit der ganzen Sache, aber dann geht es eben jetzt auch wirklich, hier in eine Pötte zu kommen und den Kurs zu bestimmen. Vielleicht ist ja auch ein Umzug angezeigt, dass man dafür umziehen muss, dass man sich in Bewegung setzen muss, dass man eine Distanz nehmen muss. Ne? Guck mal, Bube der Münzen. Das ist eine Idee, von der du fasziniert sein könntest. Kann auch für eine Botschaft stehen, eine Mitteilung. Etwas, wo man mitunter auch etwas erst erfahren muss, kennenlernen muss. Man steht halt am Anfang. Ja, Bube der Münzen ist auch eine Neuanfangsenergie, wo man dabei ist, etwas Großes aufzubauen. Hier haben wir ein Sandschloss. Vielleicht möchtest du ein richtiges Schloss bauen. Ich rede jetzt nur metaphorisch, ja. Also es soll etwas sein, was wirklich von Bestand hat, was von Wert hat. Der Hierophant spricht auch von Werten, also welche Werte vertrittst du? Aber hier steht man eben wirklich ganz am Anfang. Und der Hierophant sagt, ja, da ist halt auch einiges an Einsatz notwendig. Steht auch für die Ehe, für den Segen, ne, den der Hierophant einem Paar gibt, weil die Sache hier wirklich ganz solide sein kann. Aber Bube der Münze ist erstmal nur der Gedanke, ist nur die Idee, der man dann folgt. Also da hat man ja noch nichts für getan. Da ist natürlich einiges an Einsatz notwendig. Aber vielleicht bekommst du auch Zeichen gesendet, also wirklich eindeutige Zeichen, die dir hier helfen, voranzugehen. Es gibt ja auch die universalen Gesetze, wie oben so unten oder wie innen so außen oder Gegenstand nehmen. Vielleicht geht es darum, wirklich, dass du hier auch dich einbringst, ja, also dass du dir überlegst, wo möchtest du dich einbringen? Was sind deine Aufgaben? Was sind deine Werte, die du reinbringst? Oh, interessant. Noch ein Bube, Bube der Stäbe. Der Bube der Stäbe, der beobachtet ja erstmal, ne? Der ist ja ganz neugierig und guckt sich alles ganz genau an. Interessanterweise haben wir zwei Vögel, also zwei Buben. Kann tatsächlich dafür stehen, dass hier in irgendeiner Weise Nachrichten reinkommen. Ansonsten ist hier jemand sehr abenteuerlustig und bereit, auch neue Wege mal zu gehen. Und da zeigt sich der König der Kelche. Das kann jemand sein im Wasserzeichen, also wie du, Skorpion oder wie oder Fische oder Krebs, dass du hier vielleicht jemanden kennenlernst, wo so eine Neugier ist, ja? Oder du entdeckst vielleicht in dir große Gefühle, die jetzt neu sind. Vielleicht hast du da plötzlich Emotionen, wo du sagst, na, das ist ja interessant, und die sind ziemlich stark. Ne? König der Kelche, der hat wirklich eine Ausstrahlung, also der ist sehr authentisch, vollkommen in seiner Authentizität angekommen. Das ist jemand, der auch andere halten kann, der seine Emotionen im Griff hat, aber auch andere für andere erreichbar ist. Und ich finde das interessant. Vielleicht beobachtest du gerade jemanden, der in dieser Qualität ist. Vielleicht musstest du oder musst du jetzt im März im Grunde lernen, hier sehr, sehr, vielleicht auch über eine Spiritualität, das würde mich jetzt nicht wundern, weil wir ja, wie gesagt, Saturn in den Fischen haben. Dass du darüber etwas an dir entdeckst, sowas wie einen Aufstieg, einen seelischen Aufstieg erfährst, eine Bewusstseinserweiterung machst, die dir erlaubt, an dir eine neue Seite zu entdecken, neue Gefühle, neue Herzensqualitäten. Sei es mal so, wie steht ja, bring Liebe in die Situation. Vielleicht warst du vorher eher so der abgeklärte Businessmensch, ich sag's jetzt mal so, ja. Und plötzlich entdeckst du in dir Gefühle, die dir neu sind. Du denkst, na, guck mal, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. 10 der Stäbe. 10 der Stäbe ist eine Energie, dass man hier im Abschluss ist. Wir haben hier auch die 10er Energie, das ist sehr spannend. Was sind denn die 10 der Stäbe? Alte Schmerzen, ja. Also du schließt ab mit dieser Phase und mit den
Stabenergie ist ja so Feuerenergie, ist auch Handlungsebene. Vielleicht gab es hier immer wieder so ja, Selbstangriffe oder Angriffe untereinander, wo man nicht gerade fein miteinander war, wo auch Enttäuschungen passiert sind. Und die 10 der Stäbe, die sprechen eben davon, dass diese Phase abgeschlossen ist. Wir haben aber keine Schwerter, ne? 3 der Schwerter sind ja wirklich die Enttäuschungen, die schmerzhaften Enttäuschungen. 10 der Stäbe ist einfach nur die Belastung, die da dran hängt. Eine belastende Situation. Vielleicht waren das jetzt auch gar nicht so schlimme, gravierende Sachen, die du da hast. Aber du überwindest die, du bringst das jetzt hier, lässt das los. Du lässt diese belastenden Gedanken oder was da passiert ist, das lässt du jetzt hinter dir. Sehr, sehr cool. Cool. Ja, da kommen wir wirklich scheinbar neue Gefühle hier auf. Mensch, und guck mal, 3 der Münzen. Hier steckt man wirklich ernsthaft die Köpfe zusammen und möchte was Solides aufbauen. Jeder bringt sich hier mit seinen Fähigkeiten, mit seinem Wissen und seinen Talenten mit rein. Vielleicht hast du hier auch in irgendeiner Weise Unterstützung von außen, Berater, die dir in dieser Sache helfen. Bei diesem Bube der Münzen, weil es kann ja auch ein neues Projekt sein, was du hier angehst. Und da haben wir auch die 3 der Münzen. 3 der Münzen auf 3 der Münzen. Also das ist ja hier, ne, da haben wir so eine Familienkonstellation. Hier haben wir auch schon den Hinweis auf die 10 der Münzen. Vielleicht ist dein Bestreben, hier eine Familie also zu gründen, ja, dass du Kinder haben möchtest mit deinem Partner, wo es eben jetzt gilt, hier sich in Bewegung zu setzen, wo man sagt, okay, da ist irgendwas nicht so gelaufen, wie es sein sollte. Man hat hier in irgendeiner Weise einen Schmerz oder einen Verlust oder eine Enttäuschung eingestrichen. Das ist ja auch die Verlustkarte. Aber hier kommt man wieder in eine neue Herzenskraft und man findet hier Möglichkeiten, Wege, wieder etwas aufzunehmen, den Faden wieder aufzunehmen, sehe ich hier so. Das nimmt man auf. Ja, die Reisewetter hier. Der Wagen, man kommt hier wieder, da kommt wieder Bewegung rein, sehr schön. Und da haben wir die Kraft. Ja, die Kraft steht für Mut, für Stärke, ne, auch dieses Standfestsein. Und wir haben darunter den Stern. Also entweder hast du es vielleicht auch mit dem Löwe zu tun, ne? Also die Kraft steht auch für Sternzeichen Löwe. Ansonsten kann es für eine gewisse Kreativität und für Vergnügen stehen, dass du dich jetzt hier wirklich dieser Sache so hingibst. Ne? Das hat so eine Sanftmütigkeit auch. Und der Stern spricht eben von Klarheit und von Heilung, Wunscherfüllung. Vielleicht wird dir auch ein Wunsch erfüllt in dem Monat des Löwens. Was hat denn der Löwe? Ist das Juli, August? Also in den Sommermonaten vielleicht? Ja, das kann sein, wenn du hier irgendwas bestrebst, dass man hier an irgendwas arbeitet, dass der Wunsch sich dann erfüllt in der Zeit des Löwe-Sternzeichens. Ja, wenn du hier vielleicht eine Familienplanung, wer weiß, kann sein. Hauptthematik ist auf jeden Fall, dass hier starke Gefühle am Wirken sind. Es kann hier bei den Buben immer auch um ein Kind gehen, ja. Also es ist halt immer so eine sehr unerfahrene Energie, so eine kindliche Energie. Also vielleicht sind es Gefühle für ein Kind, ne, oder zumindest etwas, was dich fasziniert. Und das, was hier die Belastungen sind, die du loslässt, da bekommst du hier vom Hierophanten, von der geistigen Welt Unterstützung, du kriegst du Support, dass du das überwindest. Das finde ich richtig, richtig schön, mega schön. Also ich sehe das alles sehr positiv, auch wenn hier auch Verlust und ja, Schmerz noch mit drinnen liegt, aber du verarbeitest, das transformiert sich hier alles. Ja, Ass der Schwerter spricht von den, ja, der Wahrheit ins Auge blicken, der Wahrheit der Klarheit ins Auge blicken, sich loslösen, sich abtrennen von den Dingen, die ja, toxisch sind, die dich belasten, die nicht mehr zu dir gehören, dass du in eine Klarheit kommst, ja. Ja, da gab es in irgendeiner Weise den Blitzeinschlag, die 3 der Schwerter, die wir hier auch sehen, aber auch verkehrt rum. Du löst dich jetzt davon. Du lässt das jetzt alles hinter dir. Der Gehängte, ne, dir werden viele Dinge jetzt auch bewusst. Das sehe ich ja auch mit der Hierophantenkarte. Es ist so dieses Erwachen da drin. Du bekommst auf einmal diese Klarheit der Situation. Ah ja, schau mal. Und dann zeigen sich hier die Liebenden.
Ne? Dir wird bewusst, dass Mensch, das ist doch mein Seelenpartner, das ist doch mein Gegenstück, mit dem möchte ich doch jetzt hier in eine kraftvolle Beziehung gehen. Ich möchte das doch eigentlich. Warum gehe ich das denn nicht? Schau mal, und dann warten hier die drei der Stäbe. Das sind im Grunde die neuen Abenteuer, das sind die neuen Wege, die man geht, wo man seiner Freude folgt, ja. Ja, und da gilt es halt nochmal Entscheidungen zu treffen, wo dein Vertrauen geprüft wird. Hör auf dein Bauchgefühl, hör auf deine Intuition, sagen beide Karten, ja. Hör auf dein Bauchgefühl. Ja, da kommen vielleicht nochmal Erinnerungen hoch, aber hier ist grundsätzlich ein Neuanfang. Gib dich dem hin. Hier, wie sie hier, die sich hier so fallen lässt, ne? Das ist jetzt deine Energie, wo du dann reinkommst. Aber da ist noch ein Stück Weg dahin. Aber du schaffst das. Schaffst das. Wir reden ja jetzt hier von März, ne? Ja, guck mal, Judgment. Das ist so die Erlösung, die Befreiung von karmischen Thematiken. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Energie. Also, das wünsche ich wirklich jedem, dass er jetzt die Möglichkeit hat, diese ganzen toxischen Verhaltensmuster loszulösen. Das sind manchmal Dinge, die aus dem Unterbewusstsein wirken. Was heißt manchmal? Es ist ja kein Geheimnis, dass wir in unserem Tun, Handeln zu 95% aus unserem Unterbewussten agieren. Das ist ja kein Geheimnis, das ist schon lange erwiesen. Und wenn wir uns jetzt von diesen Mustern befreien können und in eine Selbstermächtigung kommen und sagen, nee, Moment mal, ich habe ja selber Ziele und Wünsche und da möchte ich jetzt gerne hin und dann selber die Weichen zu stellen und sich darauf auszurichten und sich entschieden wirklich für die Zukunft zu entscheiden und nicht für die Vergangenheit, das steht dir zu. Sieben der Münzen. Ich ernte, was ich sehe. Ja, vielleicht hat dir das in der Vergangenheit auch nicht so richtig gereicht. Der Ritter der Münzen steht hier für das beständige Arbeiten an einer Sache, aber auch beschützen. Es ist eine langsame Energie, es ist ein Prozess. Also sei hier auch geduldig mit dir. Ansonsten könnte das auch jemand sein, der dir hier ein Angebot macht oder du machst jemandem ein Angebot. Ja, das ist ja auch wieder der Hinweis auf Geduld, der Gehängte. Das ist wirklich eine langsame Energie. Die Dinge werden sich entwickeln, aber sie werden sich langsam entwickeln. Der Mond spricht aber von Erfolg. Du wirst das wuppen. Und der Mond spricht eben auch von den Zyklen. Ne? Also wir haben ja hier schon Hinweis auf Neumond. Vielleicht platzt der Knoten dann in der Neumondphase, die dann ab 21. März beginnt bis, ich meine, 7., 4. oder sowas. Ne? Da kann das dann sein, dass sich die Dinge zeigen. Auch der Mond spricht von Hingabe, weil wir das hier haben mit dem Gib dich hin, bring Liebe in die Situation. Der Mond spricht auch von Sehnsucht und von Träumen und Wünschen. Ja, und die 5 der Kelche, die darfst du dann bitte jetzt abschließen, darfst du hinter dir lassen. Ja, die haben wir nämlich hier auch. Das sind die Mimimi-Karte, die Mangelkarte, die Traurigkeitskarte, hier schau mal. Da gewinnst du jetzt emotional eine Distanz dazu. Das lässt du jetzt hinter dir und du gehst jetzt Richtung Sonne, Richtung Zukunft. Ja, guck dir an, was möchtest du in deinem Leben noch erleben? Mit wem möchtest du das erleben? Was brauchst du? Was sind deine Werte? Und dann bring die auch zum Ausdruck. Ja, König der Kelche ist auch jemand, der ist so mit sich im Frieden. Ja, und diesen Frieden, den darfst du auch zum Ausdruck bringen. Entdecke all das, was dir dein höchstes Glück beschert, was dich in diesen Frieden bringt, in diese Gelassenheit bringt und lass alle anderen Sachen hinter dir. Haben wir die Eremitenenergie wieder, die hier den Einfluss hat? Vielleicht brauchst du mitunter dann nochmal so in der Meditation deinen Rückzug. Hierophant ist auch so eine Energie, da kannst du natürlich gut in der Meditation von profitieren, indem du da mit ihm mal ins Gespräch gehst und sagst, hier, deren Situation, liebe geistige Welt oder dein Schutzengel oder wie du ihn auch nennen magst, ja, mal um Hilfe bitten, um Unterstützung bitten und um Botschaften bitten. Ne? Bube der Münzen ist ja so der Botschafter, auch der Bube der Stäbe. Und dann sei mal gespannt, was da kommt. Ja, du hast auf jeden Fall hier die Chance, mit dem Wagen einiges hier in Bewegung zu bringen und die Dinge hier aufzubauen. Und da hast du in irgendeiner Weise hier auch Unterstützung. Das sehe ich. Ja, noch was? Ich gucke gerade mal. Die Liebenden. Ja, eine Wunscherfüllung, ein Herzenswunsch wird hier erfüllt. Absolut. Absolute Wunscherfüllung, Heilung. Dieser Konflikt wird geheilt. Hier, dieser Verlust wird geheilt.
Da kommt jetzt Klarheit rein. Aber ich sehe jetzt hier so eigentlich nicht unbedingt eine großartige Kommunikation, außer mit den drei der Münzen, wo man natürlich schon die Köpfe zusammensteckt. Ansonsten habe ich eher das Gefühl, dass das hauptsächlich alles in dir passiert, dass du innerlich eine Entscheidung für dich triffst und dich befreist von den Dingen, die dich noch festhalten, die dich immer wieder in die Irre leiten, die dich ablenken, dass du nicht dein Ziel verfolgst, dass du nicht in die Stabilität kommst. Das können, wie gesagt, Ängste oder Blockaden sein, was auch immer du verloren hast. Damit. Es hat nicht zu dir gehört. Und das, was zu dir gehört, das wirst du niemals verlieren. Verzeihe dir, sei mitfühlend mit dir und sei neugierig auf die neuen Erfahrungen, die auf dich warten. Und lass wirklich alles, was mit Herzschmerz und Enttäuschung zu tun hat, lass es los. Lass es wirklich los und bring was Wertvolles als Ersatz an diese Stelle. Und du weißt auch wohin. Es gibt hier wirklich irgendwie jemanden, wo du weißt, da gehöre ich hin. Da hast du wirklich die Möglichkeit, hier was Stabiles aufzubauen. Das hast du. Und das liegt, guck mal, es liegt genau gegenüber. Wir haben hier den Wagen und die drei der Münzen und wir haben hier die 10 der Münzen und die 3 der Münzen. Und dazwischen sind die 7 Münzen und die 7 der Münzen heißt Engagement, ne? Energie reingeben. Die haben wir hier im Stapel auch drin gesehen. Dieses sich darauf fokussieren. Wenn du jetzt eine Saat ausgebracht hast und du möchtest daraus was ernten, ja, dann musst du dann natürlich auch für hegen, pflegen, investieren, Zeit investieren, Absprachen treffen, eine Struktur schaffen im Alltag, das mit deinem Berufsleben irgendwie abstimmen, Platz schaffen für denjenigen. Hier müssen die nächsten Schritte müssen hier besprochen werden. Wie soll es hier weitergehen, dass ihr hier kraftvoll in eure Wunscherfüllung gehen könnt. Ja? Und dann wird da auch in irgendeiner Weise was weggesprengt. Ne? Der Stern ist auch so die Sprengung, die ich da drin sehe. Und ich sehe dieses klare Licht hier, da kommt wirklich eine Klarheit rein, wodurch du oder ihr wieder in die Kraft kommt. Ja? Sehr, sehr schön. So, du möchtest hierbei erstmal belassen. Ich hoffe, dass du hilfreiche Impulse für dich mitnehmen konntest. Im Extended werde ich jetzt mit den Lennemore-Karten die einzelnen Geschichten hier nochmal klären, wie sich das dann bei dir im Alltag zeigen kann. Und wir werden natürlich die Weisheitskarte der Seele als Rat nochmal hinzuziehen. Und dann gucken wir mal, ob hier die Hürden hier genommen werden können und wie und was da sich zeigt. So. Wenn es dir gefallen hat, vielen Dank für dein Like und für dein liebes Kommentar und auch für dein Abo, was du bei mir lässt. Ich freue mich immer wieder, dich auf meinem Kanal zu sehen. Und wenn du dich für eine Mitgliedschaft interessierst, schau dir gerne das Video dazu an. Mach's gut, ansonsten bis gleich. Bye, bye.